Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mich gerne mit Produkten schminken, die ich jetzt so zu meinem Geburtstag bekommen habe und so drumherum. Und viele First Impressions. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und es wird auch noch eine kleine Verlosung geben. Also bleib einfach dran und sei gespannt. So. Als erstes muss ich mir meinen schicken Haarreifen aufsetzen, damit mir nichts in meinem Gesicht rumfuddelt. Hände sind gewaschen, Gesicht ist gereinigt. Vor ein, zwei Stunden oder so habe ich mein Gesicht auch eingecremt. Und als erstes benutze ich einen Primer. Da habe ich hier von Smashbox den Photo Finish Foundation Primer. Den hatte ich tatsächlich mal in einem Adventskalender drin. Ich glaube, den habe ich noch nie verwendet. Der wird jetzt mal getestet. Okay. Der ist sehr, sehr fest von der Konsistenz. Also das ist wirklich unfassbar, wie gelig der ist. Ich verwende jetzt erstmal ein bisschen weniger. Und der fühlt sich sehr silikonig auf der Haut an. Es fühlt sich an, wenn man den so aufträgt, als würde er direkt trocken werden. Ja, er macht schon so einen Weichzeichner-Effekt, mattiert aber extrem. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Mir fehlt da so ein bisschen noch der Glow von der Haut. Deswegen gebe ich mir hier von How Cosmetics noch den Indigo Child Primer auf. Der verleiht einfach nochmal so ein bisschen dieses Essential Shine Elixier, so einen Glanz und, keine Ahnung, gibt meinem Gesicht auch wieder das Leben zurück, was es braucht. Der kommt ja in so einer Pipette und das kann man sich auch super auftragen, ohne später eine Foundation aufzutragen. Ich finde das unfassbar schön, weil das einfach so einen schönen Glow verleiht, einfach der Haut Leben gibt und das Ganze irgendwie so frisch aussehen lässt. Das mag ich einfach gerne. Und der riecht einfach auch gut, ne? Das ist, was ich brauche. Natürlich, das Gesicht sieht jetzt ein bisschen gerötet aus, weil ich jetzt hier in meinem Gesicht rumfuddel, aber ach, das ist so frisch und strahlend und ich mag es einfach. Und Leben halt, ne? Fahren wir fort mit den Augen. Da nehme ich erstmal von der lieben Alina Jasmin aus dem Tauschpaket den Primer für meine Augen. Das ist von Catrice der Eye Foundation Waterproof Eyeshadow Primer in Matt. Und dann, primen wir mal die Augenpartie. Also quasi über dem Auge bis hin zur Augenbraue. Heute ist Vatertag. Wir haben es, ich glaube, 11:30 Uhr. Ich kann gerade nicht sehen. 11:44 Uhr, genau. Und wir sind heute bei dem Papa von meinem Freund, also meinem Schwiegerpapa in Spee. Und wollten da einfach mal einen schönen Tag verbringen. Deswegen wird das jetzt kein Kabam-Look. Das wird ein sehr normaler Alltags-Ausgeh-Look, wenn man das so nennen darf. Als Lidschattenpalette verwende ich die Catrice Cosmetics Superbia Volume 1 Warm Copper Eyeshadow Edition. Die habe ich von der lieben Bunny zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Und das ist die Palette, die mit dieser Diamantform daherkommt. Richtig schön. Ich habe da keinen Spiegel drin, aber das ist nicht schlimm. Ich habe ja den Spiegel von der lieben Jana, den sie mir mal in ein Tauschpaket gepackt hat, den ich jedes Mal verwende. Und von der lieben Jana mit J habe ich zum Geburtstag bekommen dieses wunderschöne Pinsel-Ensemble von BH Cosmetics. Und die werden jetzt ausschließlich für meine Augen verwendet. Ich bin ganz gespannt. Dafür müsste ich sie erstmal öffnen. Es ist noch alles original verpackt. Alles hier heute, First Impression mäßig. So sieht das Pinselset aus. Also, wie man das von BH Cosmetics kennt, sie fühlen sich ultra schön an. Du hast hier von der Form her, dass die hinten etwas breiter sind und nach vorne schmaler zugehen. Das sieht ziemlich cool aus und ich denke, das lässt sich auch sehr schön dann händeln. Genau, ja. Und das wird jetzt nach und nach verwendet. Kommt mal näher ran, Leute. Das ist ja ein bisschen weit weg hier. Als erstes nehmen wir uns diesen Ton hier und gehen damit mit dem ganz großen Blendepinsel aus dem Set komplett über das ganze Auge, über das ganze Lid bis oben hin zur Augenbraue und setten einfach mal so ein bisschen die Base. Ne? Nichts Spektakuläres hier. Was mache ich denn als nächstes? Ich muss mal gucken, ob ich da matte Farben oder schimmernde Farben... Also du hast nicht viele matte Farben in der Palette. Ich würde sagen, das ist einmal der Base-Ton, der matt ist und das ist hier unten dieses Braun.
Ansonsten sind die alle irgendwie schimmernd, was ich nicht schlimm finde, denn ich mag ja diesen glowy Look. Das heißt, ich nehme jetzt die andere matte Farbe, klopfe ein bisschen ab und gebe mir das in die Lidfalte. Auch wieder mit diesem Blendepinsel. Der ist echt interessant, dieser Pinsel, weil der halt vorne eine Spitze hat, ne? Also ist halt nicht so, wie man das von den Blendepinseln normalerweise kennt. Deswegen finde ich das super interessant, damit mal zu arbeiten. Und diese Farbe verblende ich auch richtig grob. Also nicht so fein oder so, weil die Vertiefungen kommen ja später noch. Aber ja, ich brauche jetzt hier erstmal so eine Basis, eine matte Basis, um danach dann die ganzen Schimmertöne entsprechend aufzubauen. Und aufgrund meiner großartigen Schlupflid-Thematik trage ich das ja immer ein bisschen höher auf, gerade in den Spiegel gucken und dann hier oben halt über dem Wimpernkranz das Ganze auftragen. Das sieht dann immer ein bisschen martialisch aus oder ein bisschen heftig, finde ich. Aber es funktioniert und am Ende sieht es immer schön aus. Das ist immer so bei Lidschattenlooks, finde ich, dass es mittendrin immer so furchtbar aussieht. Man sich denkt, oh mein Gott, das kann nichts werden. Das hat mich damals auch immer abgeschreckt, so krasse Looks zu schminken. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, Claudi, einfach weitermachen. Einfach weitermachen und gucken, was passiert. Es wird am Ende schön. Man muss einfach nur das Vertrauen behalten. Durch diese Spitze kann man das hier oben auch ein bisschen feiner noch ausarbeiten. Das ist schon cool. Ne? Joa. Es ist eine Basis, die jetzt sitzt. So, dann nehme ich mir den etwas kleineren Blendepinsel und setze mir zur Vertiefung hier diesen Schimmerton rein. Siehst du den auch hier unten? Der schimmert ein bisschen, aber nicht allzu sehr. Ich gucke mal, ob der Blendepinsel das so von der Pigmentierung her auch ordentlich greifen kann. Setze mir den einfach zur Vertiefung nochmal hier so rein. Zieh das auch hier so an der Ecke noch ein bisschen runter und dann in meiner künstlichen Lidfalte ziehe ich das so durch. Claudi zieht es einfach durch. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut und deswegen mache ich das auf der anderen Seite genauso. Diese Pinsel fühlen sich so schön sanft an. Also das ist echt ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Es tut gut, als würde man gestreichelt werden. Und gleichzeitig greifen die Pinsel schön die Farben, die Pigmente und hauen die dir aufs Auge. Sanft. Hauen die dir sanft aufs Auge. So, dann nehme ich mir einen abgeflachten, festgebundenen Pinsel und gehe hier oben in dieses, diese Farbe nehme ich, in dieses roséfarbene Schimmer-Ding. Farben haben keine Namen, deswegen muss Claudi kreativ werden. Ich gehe da ordentlich rein, also wirklich derbe, ne? Und presse mir das komplett auf mein komplettes bewegliches Lid. Der krümmelt jetzt natürlich ein bisschen, weil der Pinsel wahrscheinlich dafür nicht ganz so ausgelegt ist. Muss ich mal gucken, ob ich das gleich besser mit dem Finger nochmal drauf mache. Ja, Finger ist besser. Der Finger greift es deutlich besser und hält es deutlich besser. Und das kommt jetzt aufs Lid. Ja, gucke mal. Davon habe ich geredet. Das wollte ich doch haben. Ne? Nichts Spezielles so. Genau, und jetzt haben wir gelernt, mit dem Finger ist es einfach besser. Dann nehme ich hier diesen kupferfarbenen Ton, gehe da auch mit meinem Finger rein. Der Finger greift die Farbe sehr schön und setze mir das hier außen einmal hin. Oha! Oh, hallo! Und tupf das so ein bisschen und zieh das auch ein bisschen höher noch. Und in die Mitte, also quasi auf mein Zentrum, auf dieses ganze bewegliche Ding, setze ich hier diesen silbernen Ton. Auch das ist ein schimmernder Ton. Und auch den wieder mit dem Finger. Hui, das ist ja fast schon weiß, ne? Kannst du eigentlich auch als Highlight nehmen. Aber als Highlight haben wir nachher was anderes. Und den setze ich mir hier einfach vorsichtig und tupfend aufs Zentrum, ziehe das immer ein bisschen höher noch, weil Schlupflider und weil ich will, dass es Kabam macht. So gefällt mir das schon mal ganz gut. Also es sieht halt echt alles unfertig aus, weil ich erstmal den Augenlook gemacht habe. Es fehlt ja noch einiges. So, jetzt müsst ihr mal wieder etwas näher nach hinten gehen, denn es geht weiter.
der Primer hatte jetzt genug Zeit, um einzuziehen. Und dann widmen wir uns jetzt mal der Base, also meiner Foundation. Da nehme ich jetzt heute von Clinique die Age Defense BB Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Ja, das Wetter ist relativ mau. Das heißt, eigentlich bräuchte ich jetzt keine BB Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Aber ich mag sie zurzeit sehr gerne. Ja, die trage ich mir einfach hier wie Schnurrbarthaare auf. Und verteile die erstmal mit meinen Fingern, um sie dann mit meinem Amber Beauty Schwämmchen, was ich euch unten in der Infobox verlinke, einzuarbeiten. Augenpartie kannst du aussparen, weil da kommt ja nachher noch Concealer. Das macht halt wirklich nur eine ganz, ganz leichte Deckkraft. Aber es ist halt eine BB-Cream und ich weiß gar nicht, ob ich das in irgendeiner Farbe habe. Shade 02, genau. Die ist ganz toll. Mag ich wohl gerne. Widmen wir uns dem Concealer. Das ist von der Dr. Pierre Ricot, der Luminexpert Soin Regard, also 3-in-1 Eye Treatment. Ne? Und ich und mein Französisch. Mein Französisch und ich, das ist schon lange her mit uns zwei Hübschen. Genau. Das ist halt, dass du dir das so auf dieser Seite rausdrücken kannst. Dann kommt der Concealer raus und dann kannst du das hier mit dieser Metallseite entsprechend erstmal verteilen. Ha, so angenehm, dieses Kühle, ne? Boah, dieser Foto Smashbox Finish Primer, der kriecht einfach gerade volle Lotte in meine Poren rein. Der wird aussortiert. Ey, Leute, das ist ja nicht so Sinn und Zweck der Sache. Naja, mit meinem Schwämmchen arbeite ich den Concealer ein. Auch der verleiht einfach eine schöne Frische. Das ist halt etwas, was ich auch sehr, sehr gerne mag, ne? Lässt sich auch aufbauen, wenn man möchte, also... Den Concealer mag ich richtig gerne, weil er so leicht und locker und lieb zu mir ist. Und halt nicht so extrem hell, ne? Das hat man ja auch viel bei den Concealern. Gut, man ist ja immer mit dabei, welche Farbe man auswählt, ne? Aber bei den Concealern, die ich mir aktuell so in den letzten Monaten geholt habe, die sind schon recht hell. Und dieses Ganze unter den Augen so krass hell Gedöns muss jetzt nicht mehr unbedingt sein. Weiß ich nicht. Das ist jetzt ja auch nicht mehr so unbedingt angesagt, ne? Dass man da rumläuft und man extrem sieht, dass man Concealer drauf hat. Ich mag es halt gerne, wenn man denkt, okay, das ist ihre normale Haut. Ist es nicht. Ja, ne? Wenn man so jetzt in den Spiegel schaut oder wenn ihr mich in der Kamera seht, dann seht ihr richtig, dass hier die Augenpartie schon entsprechend bearbeitet wurde, aber dass sie leuchtet und dass es halt nicht zu extrem auffällt. Aber der Concealer, das Produkt, hat ordentlich gearbeitet und gefällt mir richtig gut und das tut meiner Haut auch einfach gut. Ne? Das trocknet sie nicht aus oder so. Das spendet auch richtig Feuchtigkeit und es fühlt sich einfach schön an. So, dann setzen wir den Concealer mal. Dafür habe ich hier von Manakadar das Puder, wo ich jetzt schon einen krassen Hit the Pan drin habe und was wahrscheinlich als nächstes aufgebraucht werden wird bei mir, weil ich euch das ja auch irgendwie gefühlt ständig in die Kamera halte. Ja, genau, da gehe ich dann erstmal mit meinem Make-up-Schwämmchen rein, einmal richtig durchrühren, weil es ist halt nicht mehr so viel Produkt drin, ne? Und genau, habe dann was an meinem Schwämmchen und das gebe ich mir einmal unter die Augenpartie und presse das halt so richtig dran. Oder tupft das so ein, je nachdem, wie man gerade so lustig ist. Das soll halt jetzt nicht irgendwie das nochmal aufhellen oder so, sondern es soll einfach nur den Concealer schön fixieren und ja. Und den Rest meines Gesichtes pudere ich einfach ganz grob hier mit einem Puderpinsel ab und den Puder halt entsprechend, ja. Für die Augenbrauen verwende ich hier von Catrice Cosmetics den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Das ist dieser ganz normale Stift, den man so kennt, der hier einen Stift zum Anspitzen hat und hier ein Spoolie. So, die Augenbrauen sitzen und die fixiere ich ganz gerne mit dem Benefit 24 Hours Brow Setter. Den hatte ich von der lieben Mrs. X bekommen und ja, damit halten die Augenbrauen wirklich bombastisch. So sieht das Bürstchen aus. Du hast auf der einen Seite etwas längere Härchen, auf der anderen etwas kürzere und es ist halt ganz flach. Und dann gehe ich erst mit dem etwas längeren Bürstchen einmal durch die Augenbrauen durch, kämme die auch richtig schön buschig, denn ich mag es buschig aktuell. Ich bin stolz darauf, sie so lang und für meine Verhältnisse wirklich dicht gezüchtet zu haben und dann muss man doch mal zeigen, was man hat. Dann gehe ich auch nochmal mit dem etwas feineren Bürstchen, mit dem kürzeren Härchen dadurch, einfach um alles nochmal in Form zu bringen. Und jetzt sieht es ja wirklich buschig aus und wild. Lass es ganz vorsichtig und leicht antrocknen und gehe dann hier oben so ein bisschen entlang
und lege quasi das, was oben drüber ist, nach hinten hin runter. Ne? Das mag ich zurzeit richtig gerne. Das ist halt so ein bisschen nasty, nicht nasty, ein bisschen wild aussieht, aber auch nicht zu unordentlich. Also, ne? Das sind die Haare, die ich mir style. Meine Augenbrauen. Läuft. So gefällt mir das ganz gut. Und wenn ihr schon mal da seid, können wir auch direkt hier beim unteren Wimpernkranz weitermachen. Den hier kann ich doch ganz gut nehmen, ne? Das ist so ein festgebundener, flacher Pinsel, der aber ein bisschen breiter auch ist. Genau, dann gehe ich hier in diese braune Schimmerfarbe und presse mir das richtig von außen bis zur Hälfte dran. Ziehe das natürlich auch ein bisschen hoch, um das Ganze zu verbinden. Aber das ist ja die Farbe, die wir oben auch schon genommen haben, deswegen ist das alles ganz einheitlich. Also die Palette gefällt mir als Alltagspalette oder als Nude-Palette in Anführungsstrichen. So nudie ist die ja nicht, ne? Gefällt die mir aber richtig gut. Weil das ist einfach nicht zu extrem. Man kann da sehr dezente Looks mit schminken, aber man kann auch einfach ein bisschen, ein bisschen kräftiger das Ganze machen. Gefällt mir, finde ich schön. So, und für die andere Hälfte verwende ich hier diesen roten Ton. Also auch wenn du dir die Palette so anguckst, ne? Du hast nicht wirklich Kickback, du hast auch nicht wirklich Fallout, also unter den Augen befindet sich so auch nichts. Das ist echt... Gefällt mir. Genau, und das kommt jetzt auf das Innere. Dezent, aber es ist da. Und, Augenbrauen-Highlight und Inner-Corner-Highlight machen wir nachher mit dem Highlighter? Nein, oder? Mache ich den nun? Nein, ich mache es jetzt hier mit dem, genau. Ich nehme jetzt trotzdem doch dieses Silber. Ich habe mich gerade umentschieden. Genau, dann nehme ich hier diesen sehr, 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 sehr feinen Pinsel aus dem Pinselset. Gehe in dieses Silber nochmal rein, was wir eben auch schon mal hatten, um das auf mein Zentrum zu geben. Und gebe mir das zum einen als Inner Corner Highlight. Oh ja, da ist gut was da. Der Pinsel macht das toll. Der ist perfekt dafür. Wow, wow, wow. Da hast du ein Inner Corner Highlight, was wirklich laut schreit. Hi. Baby, hier bin ich. Hab mich lieb. Wow, das öffnet die Augen richtig cool, ne? Genau, ganz dezent ziehe ich das hier noch mit rein, einfach um eine Verbindung zu haben, um keine harten Kanten zu haben oder so. So, Augenbrauen-Highlight setze ich aber mit einem anderen, weil das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen krass als Augenbrauen-Highlight. Dann nehme ich gleich den Highlighter, den ich nehme. Ne? Also, kurz zu der Palette, finde ich super. Gefällt mir richtig gut. Und zaubert einen schönen Augenlook. Von der lieben Karin L. hatte ich ja auch das ein oder andere Geschenk bekommen. Und da habe ich hier von Trend It Up Ultrashine Eyeliner Pen Waterproof. Der hat eine ganz, ganz schöne, feine Filzspitze. Und dann ziehe ich mir meine Line. Ja, also bei Erstbenutzung sind Eyeliner immer super. Gerade diese Filz-Eyeliner, weil da ist noch ordentlich Produkt dran, dieser Wing geht super und so weiter. Ob der wirklich toll ist, wird man ja erst mit der Zeit sehen. Aber so als First Impression gefällt er mir richtig gut, hat sich sehr, sehr leicht auftragen lassen. Die Spitze ist schön und es ist nicht tiefschwarz, aber es ist auf jeden Fall schwarz. Und lässt sich auf jeden Fall einfach auftragen. Bevor ich die Mascara auftrage, muss ich erstmal meine Base zu Ende machen, sprich Blush, Bronzer, Highlighter. Da habe ich von meiner Mama und ihrem Mann zum Geburtstag, ich will immer zu Weihnachten sagen, die Too Faced Sweet Peach Glow Palette geschenkt bekommen. Ja, ich habe sie mir gewünscht. Ne? Das ist großartig. Da muss ich erstmal die Folie hier auf dem Spiegel entfernen. Das ist wie Folie von einem neuen Smartphone entfernen, oder? Das ist immer so geil. So. Hier ist sie. Sie riecht wunderbar nach Peach. Natürlich künstlich, ne? Ist klar. Also als erstes benutze ich den Bronzer. Das sind alles etwas, also sowohl der Blush als auch der Bronzer sind ein bisschen shimmery. Und da gehe ich hier in den Bronzer rein. Es sind süße kleine Pfirsiche drauf abgebildet. Oh. Und ich denke, das wird ganz gut meine Farbe werden. Oh, riecht der gut. Genau. Und dann trage ich ihn mir auf. Sehr dezent. Dadurch, dass die Fännchen auch ein bisschen mehr auseinander sind, kommst du da auch gut mit einem großen Bronzerpinsel rein und musst keine Angst haben, dass du dann aus Versehen noch einen Blush mit am Pinsel hast. Also das ist sehr angenehm.
Das Produkt lässt sich aber nicht so gut auf den Pinsel ziehen, muss ich sagen. Also ich habe nicht viel Produkt drauf, wenn ich das so nehme. Mit dem Finger kriege ich schon was, ne? Das ist schon auch eine Farbe, aber mit dem Pinsel? Aber aufbauen lässt er sich, das ist schon mal ganz gut. Muss man halt etwas kräftiger arbeiten, aber das kriegen wir alles hin. Also man sieht den Bronzer ganz dezent. Das ist jetzt mit Bronzer, das ist ohne Bronzer. Man sieht es ein bisschen, aber es ist nicht viel. Also das wäre jetzt kein Bronzer, den ich mir jetzt so im Laden, denke ich mal, kaufen würde, weil der nicht so den größten Effekt für meine Hautfarbe hat. Und ich bin schon echt hell, ne? Also das ist schwer. Ja gut, ich sag mal für den Alltag, wenn ich jetzt so auf die Arbeit gehe oder so, dann wäre es auf jeden Fall eine Farbe, wo ich sagen würde, okay, dafür ist es angebracht. Aber ich finde, dass ich den schon sehr aufbauen muss, um überhaupt was zu sehen. Das finde ich dann halt schon wieder schade, weil das ist ja eine Palette, die auch nicht wenig kostet, ne? Also deswegen habe ich es mir ja zum Geburtstag gewünscht und nicht selber gekauft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich jetzt schon in dieses Fännchen reingehe, um da überhaupt hier was auf mein Gesicht zu kriegen. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn man dann was drauf hat, dann sieht es natürlich schön aus. Da ist dann auch natürlich ein Glow mit dabei. Ich denke, dass man den Bronzer besser auftragen kann mit einem Pinsel, der etwas fester gebunden ist und nicht mit so einem fluffigen Pinsel. Den hier habe ich ja von Real Techniques, der hat auch schon viel mitgemacht bei mir. Ja, ne? Also ist sehr, sehr natürlich vom Ergebnis her. Dann gucken wir mal, wie der Blush so abgeht. Genau, dann nehme ich hier so einen abgeschrägten Pinsel und ne, das ist halt ein peachiger Blush. Der Pinsel hier ist auch etwas fester gebunden. Nimmt gefühlt überhaupt kein Produkt auf. Hallo? Bin jetzt einmal kräftig mit dem Finger durchgegangen. Hier wäre der Swatch. Schauen wir mal, jetzt nimmt der Produkt auf. Okay, man muss dann wohl die erste Schicht so ein bisschen bei allen Produkten hier so ein bisschen entfernen, was ich schade finde, weil es halt ein teures Produkt ist. Und dann tupfe ich mir den hier so ein bisschen auf. Immer lächeln, Leute. Immer lächeln. Ach doch, das ist aber eine schöne Farbe. Das ist ein natürlich angenehmes Peach und das passt zu mir. Das ist cool. Ich trage Blush ja auch gerne etwas großflächiger auf, weil ich finde, wenn ich rot werde, so von der natürlichen Röte her, dann ist es bei mir auch großflächiger. Das ist nicht nur so punktuell hier oder hier. Das ist einfach eigentlich Full Face, aber ich mache mir keinen Full Face Blush. Nein. Ja, man muss schon sehr kräftig in diese Palette reingehen, um was auf die Pinsel zu kriegen. Und das hier ist jetzt ein sehr festgebundener Pinsel. Ne? Das sieht jetzt auch so ein bisschen aus, als hätte ich hier so Sun-Kissed, als hätte ich quasi einen kleinen Sonnenbrand. Ja, aber das ist ja das, was ich erzielen wollte, halt ein natürliches Gesichtsergebnis. Ne? Dann nehme ich hier von der lieben Karin L. den Highlighter-Pinsel von Evelyn, den sie mir geschenkt hat. Und gehe hier in den Highlighter-Ton rein. Das ist ein schönes Champagner, finde ich. Also, ne? Der ist auch viel, viel weicher von der Textur her als die anderen beiden Töne, als die anderen beiden Farben. Und der ist hier jetzt, sieht man nicht so gut. Es ist ein Highlighter, den kannst du nicht so gut swatchen. Gehe ich hier mal mit dem Highlighter-Pinsel rein und merke auch direkt, okay, da hast du auch deutlich mehr Kickback in der Palette. Das heißt, da ist die Pigmentierung dann auch ein bisschen anders. Und ja, den hast du direkt hier, ne? Den hast du direkt. Dadurch, dass ich jetzt hier natürlich die ganze Face-Palette habe, verbinden sich alle Töne herrlich miteinander, was einfach zusammengehört. Ein bisschen gehe ich hier noch so unter das Auge, aber nur ganz bisschen. Das ist quasi nur zum Ausblenden. So ein bisschen runterblenden, einfach damit ich hier nicht nur so einen Streifen habe, sondern dass sich das halt alles so ein bisschen ineinander verbindet. Also hier ist jetzt kein Highlighter, aber hier, ich finde, man sieht ihn. Ja. Und es ist auch ein schöner, nasser Shimmer-Glow. Das gefällt mir. Das ist wirklich ein schöner Highlighter. Doch, der ist gut. Gerne auch so ein bisschen noch nach vorne hin ausblenden, damit man halt auch wirklich diesen Schimmer-Effekt hat und nicht nur punktuell Schimmer. Also das ist, ich mag es einfach, wenn ich jetzt so auch auf irgendwo hinfahre, ne, zu Besuch, dass ich halt nicht so extrem geschminkt aussehe, auch wenn ich es bin, einfach um mich wohlzufühlen, um halt so, weiß ich nicht, ich mag das einfach lieber, dieses Natürliche so ein bisschen oder halbnatürlich. Das ist jetzt ja nicht natürlich, was ich hier mache. Das ist, ne, ein Full Face, aber gut. So, ja, unter die Augenbrauen wollte ich mir den auch noch etwas setzen. Ich muss sagen, der Spiegel, der hier drin ist, der ist nicht so gut, ne? Der ist sehr schmutzig, matt, ne? Das ist irgendwie, und der ist halt neu, das ist ein bisschen schade.
Da sieht man nicht so gut, was man hier so treibt. Ja, vom Highlight her gefällt mir das sehr gut. Das kommt jetzt nochmal auf die Nasenspitze. Wird nach oben hin ausgeblendet. Und ich finde auch von How Cosmetics dieser Primer, der Glow Primer, Indigo Child, kommt auch ganz gut durch. Also das, man halt noch diesen Grundglow von der Haut hat, was ich schön finde. Auf das Lippenherz. So, und jetzt ist auf jeden Fall die Base soweit fertig. Die ganzen pudrigen Texturen sind drauf. Die Palette, ich hatte mir da ehrlich gesagt ein bisschen mehr von versprochen, aber sie macht ein wirklich natürliches Ergebnis. Das muss man halt auch sagen. Und in Kombination ist es auch sehr, sehr schön zusammen. Es sieht halt alles sehr, sehr natürlich aus, aber schön. Also ich werde sie definitiv weiter benutzen, das auf jeden Fall. Hatte mir aber ehrlich gesagt mehr davon versprochen. So, Fixing Spray können wir jetzt endlich verwenden. Aua. Oh, der Haarreifen drückt irgendwann hier voll ein, ne? Von Revolution, das Sportfix habe ich hier. Das trage ich mir jetzt erstmal auf, damit die ganzen pudrigen Texturen sich zusammen verbinden können mit den cremigen Texturen und alles einfach besser hält. Ich sage es ja immer wieder, den Geruch mag ich überhaupt nicht, aber es tut, was es soll. Das funktioniert einfach, das ist dann das Ding, ne? Mascara. Da habe ich hier von L'Oreal die Paradise Ecstatic Mascara. Die finde ich richtig, richtig toll. Auch die verlinkt unten in der Infobox. Ich habe eben irgendwo schon mal reingeschrieben, dass alles in der Infobox verlinkt ist. Ich sage es jetzt nochmal, ne? Erstmal der Look ohne Mascara. Da fehlt was, da fehlt eindeutig was. Die sieht von der Bürste her immer so messy aus, aber die verklumpt nicht, die verklebt nicht, die ist einfach geil. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht und so sieht jetzt der tatsächlich fertige Augenlook aus. Das hat alles ganz gut funktioniert und ich finde dadurch, dass ich dann jetzt endlich Augenbrauen und Wimpern habe, wirkt das auch alles einfach mal fertig. Ja, einen habe ich noch. Lippenstift, Birds & Bees, habe ich, glaube ich, von der lieben Bianca im Tauschpaket gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist in der Farbe 501 Blush Basin. Und das ist ein schönes Nude, was jetzt auch sehr gut zum Augenlook passen wird. Der riecht gut, der sieht gut aus, der macht, was er soll. Den mache ich jetzt drauf. Der passt doch echt jetzt schön auch zum Augenlook, das gefällt mir gut. Und jetzt zoome ich euch kurz raus und dann seht ihr mich komplett fertig mit Haare offen und so. So ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Komplett-Look. Gefällt mir sehr, sehr gut und sieht auch nicht zu heftig aus, nicht zu bunt. Es ist geschminkt, aber nicht zu extrem. Deswegen gefällt mir das richtig gut jetzt für den Vatertag. Und alles fühlt sich sehr leicht auf dem Gesicht an und das ist auch immer eine schöne Sache. Auch der Lidschatten-Look, finde ich, passt sehr, sehr gut zum Gesamten. Und das sind echt coole Produkte gewesen, die ich jetzt hier ausprobiert habe. Das einzige Produkt, was ich direkt aussortieren werde, ist von Smashbox, der Fotofinish Primer. Der hat mir die Poren einfach verstopft. Das war richtig klumpig, das war nicht schön. Und deswegen darf der direkt gehen. Dann kommen wir mal zu dem, was du in diesem Video auch gewinnen kannst. Und zwar ist das ein Paket mit vielen schönen Dingen. Da habe ich einmal drin eine Lehmmaske, eine zweigeteilte ist das quasi, von Isana, das Hairmousse Soforthilfe, Quick Dry Drops, eine Handcreme von Biroutine, von Papanga, ein Haargummi, ein Labellino, ich glaube das müsste Limette, Limone, irgendwie sowas sein, Badekristalle von Kneipp, ein Mini Daily Journal von Etrebelle, eine Augencreme, eine Duschcreme von Tracklemoon, eine Gesichtsmaske mit Lehm von Douglas, ein Cognac-Schwamm für das Gesicht von Garnier und dieser wunderschöne Lippenstift von Yves Saint Laurent. So sieht er aus. Das hat so ein Pflegeherz in der Mitte. Das ist einer von den Lippenstiften, den ich von der lieben Lea bekommen habe, wo ich aber sagen muss, ich kann nicht alle verwenden. Der darf weiter wandern. Dieses kunterbunte Paket gibt es hier im Video zu gewinnen. Dafür musst du einfach nur unten in die Infobox schauen. Da stehen alle Infos zu drin. Hashtag BeHappy kann optional benutzt werden und oder die Info, dass du an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtest. Das ist auch ganz wichtig. Und alles Weitere steht unten in der Infobox. Ja, ihr Lieben, das war's mit dem Video.
Mir hat's gefallen. Ich hoffe dir auch. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten würde ich einfach sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload auf dieser Seite. Noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!